Ah, anscheinend einen Account habe. So, ihr zwei seid jetzt live im Internet. Hallo Internet. Tschüss Internet. Hallo. Hallo Internet. Warum habt ihr keine Lust mehr? Ich bin im Fernsehen? Ja, ja, klar. Vielleicht guckt da der jemand über den Fernsehen. Dann bist du im Fernsehen, das stimmt. Du hast doch TV-mäßig. Ja, ja. Nur, okay. Was denn sonst? Was erwartest du denn? Ja, ich hoffe, du legst mir jetzt meine Reis oder so. Ja, warte mal. Mist, meine Alexa ist in der Küche, sonst hätte ich Alexa fragen können. Funktioniert jetzt, ne? Ja. Gestern kam ziemlich oft Werbung fürs Radio, fürs Formel 1, dachte ich mir so. Also man kann es auch übertreiben. Kam Werbung fürs Formel 1? Ja. Kam, glaube ich, in einer Stunde 5 oder 6 Mal jeden Sonntag ab 19 Uhr Formel 1. Das ist höchst interessant. Pflanze, wir sind, glaube ich, 8 Fahrer oder 9, eins von beidem. Warum tut das Radio Werbung spielen? Weiß ich nicht. Ich hab's nicht gehört. In den Logs steht, alle 20 Minuten wird hier irgendwie der Werbe-Jingle gesendet. Also von Formel 1. Warum tut es das? Warum nicht? Ich werde mich. Ja, gut, es kann aber auch sein, dass ich einfach nur. Also den. Also ich habe ihn halt mehrmals am Tag gehört. Ja. Den Werbejingle. Es kann aber auch sein, ich habe Alexa, glaube ich, die Quattro schon raus. Ja, der hat eine Qualifying-Strafe. Achso. Wie lange lief die gestern? 5, 6 Stunden? Ja, wir waren 7 Stunden zugange. Mittendrin habe ich mal mit Alexa gespielt. Okay. Also ja, gut, eigentlich, laut den Logs ist das halt alle 20 Minuten ungefähr, aber das soll halt auch nicht sein, eigentlich. Ich dachte, ich habe sie 4, 5, 6 Mal gehört. Dann setze ich mich da nach der Sendung mal ran. Es kann aber auch sein, dass sie alle 20 Minuten wirklich nur gekommen sind, das weiß ich nicht. Ich habe ja, nicht auf die 20 Minuten finde ich trotzdem zu viel. Warum wir mit Bots spielen, damit wir wenigstens genug Fahrer haben? Und der gute Flips ist der Erste, der seine Outlet beendet hat, heißt, da bleiben wir noch glatt mal und gucken mal zu. Lange Zeit, dass ich mit dem mal zusammen gespielt habe, Formel 1. Von dem her, mal gucken, was der mittlerweile so drauf hat. Also gerade Flex gesagt? Nee, Flips. Ach so, ah. War schon verwirrt gerade, was, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hoch. In meinem Stream. Hallo Internet. Irgendwas hat die auch letztens wieder gehabt, wo Flex vorkam. Guten Tag, Marc, du Otto. Wo bist denn du eigentlich, dass du nicht mitfahren kannst, Marc? Ach stimmt, du bist im Urlaub. Ach ja, nee, warte, du hast ja in der Gruppe geschrieben, du bist im Urlaub, da war ja was. Hoppala. Immer diese Urlaub sollte man abschaffen. Ja. Stimmt, einen Sonntag bin ich auch im Urlaub. Wann denn? Was haben wir jetzt? August bald, ne? 26. Ja. Halt bin irgendwann im August. Am 29. 30. Sonntag, den 30. August, bin ich nicht 30. da. 30. Ja. Ja gut, da fahren wir sowieso nicht. Tun wir nicht? Nee. Wie viele Rennen sind denn noch? Und Sonntag, den 4. Oktober. 3 Rennen jetzt, also mit dem Rennen 3 Rennen. Also bis zum 16. Ja. Also, ne, bis zum 9. 9. ist das letzte. Nee. Lanze, wen meinst du denn? Sind zwei Leute. Ich will einmal die gute Vampir-Lux und einmal den guten Flexman. Hallo Internet. Wir haben einmal einen Jungen hier noch mit im Channel und einmal eine Dame. Minuten bin ich kurz moderieren. Ja. Aber ich sag nochmal vorher Bescheid. Mit der von mir, ne? Kriegst du sowieso nicht mit von dem her. Nee, kannst du sowieso nicht. So. So, die KI fährt mittlerweile die ersten Runden und mal gucken. Na gut, Philipp wird das wahrscheinlich, beziehungsweise Flips wird das wahrscheinlich schneller hinkriegen als die KI, wenn ich mir die Zeit von ihm aktuell so angucke. Also. Mal gucken, was er fährt.
Eine 1:36,3. Dahinter folgen jetzt die beiden Mercedes. Zuerst der gute Nana. Wird sich wahrscheinlich hinten anschließen, wird sich sogar hinter der KI anschließen aktuell. In 1:42 und Marvs eine 1:37 auf P2. Demo fährt schon wieder in die Box, der hat bestimmt schon wieder irgendwas kaputt gemacht. Schauti wird seine Runde auch gleich beenden. Wird sich ganz vorne einreihen. Mit einer 1:35,887. Dahinter kommt jetzt erstmal lange Zeit nichts. So, mal gucken, wer ist noch nicht gefahren? Finny ist hier unterwegs auf seiner gezeiteten Runde. Ja, Marc, was machst du denn im schönen Österreich? Komm aus Österreich zurück und fahr mit. Was will man denn frei? Oh, Finny, das war gecuttet. Und Finny bricht die Runde ab. Dann ist ansonsten, sind sie bisher alle nur fertig gefahren. Auch Flips fährt jetzt gerade in die Box rein. Schauti wird wahrscheinlich auch gleich in die Box reinfahren. Fährt auch in die Box rein. Das heißt, von uns ist jetzt ja Nana draußen. Oh, und der ist sogar noch mal eine Runde gefahren oder was? Ja, gut, der hat sich leicht verbessert auf eine 1:40,233. Hat jetzt aber keine RS mehr und wird wahrscheinlich Ende diese Runde ebenfalls reinkommen. Hey, ich bin kurz moderieren. Das war Camille Cabello, Mittelalter bei TD Radio mit ihrem neuen Song Mehr als nur Radio. Und natürlich haben wir hier auch die neuesten Hits von Seiten. Dementsprechend haben wir auch wieder Despacito Luis Fonsi hier bei TD Radio. Und jetzt könnt ihr natürlich gerne bei uns abstimmen, was ihr schlimmer findet. Despacito oder das ist für euch der bessere oder der schlechte Song. Bitte gerne bei uns abstimmen unter tdm-radio.de/sendeplan oder einfach durchklingeln und dann 05141 99 30 42 3 und eure Meinung zu Despacito oder Dance Monkey. Einfach mal mitteilen. Denn egal welcher Song ihr gut oder schlecht findet, den gibt es jetzt bei uns hier bei TD Radio. Mehr als nur Radio. So, Dankeschön. Ja, wie letzte Woche immer noch Despacito, der Scheißsong. Despacito finde ich schlimmer doch, ja. Das sag ich ja. Ja, Marc, du hast ja aktuell auch so noch Siegchancen, wenn Shouty natürlich nicht ganz so gut fährt. Ich will natürlich den Song nicht. Das ist natürlich ein bisschen peinlich. Warte mal, was ist denn aktuell euer Punkteunterschied? Kann ich aber eben nachschauen. Ja gut, wird eng. Ihr habt gerade mal 30 Punkte Unterschied. Da müsste Schauti doch schon hart reinscheißen jetzt die letzten drei Rennen. Was macht Norris? Norris hält da den gesamten Verkehr auf. Finde ich interessant. Gut gemacht, Norris. So, wer ist denn von den drei hier wieder ganz vorne? Diesmal ist das Mars. Ja, was anderes kann ich mir bei Shouty nicht denken. Und solange Jan nicht noch mitfährt, hat Shouty da wahrscheinlich sowieso schon gewonnen. Ansonsten macht denn da keiner wirklich Konkurrenz. Hier hat die Session aufgegeben, ist da wohl irgendwo rausgeflogen. So, warte, nee, wir wollten Mars zuschauen. Haben jetzt nur leider die erste Kurve verpasst und ich habe die Nachricht von Quarto bekommen, dass der gute Thiemo geraged hatte. Irgendwann den Rage mit gegangen hat im Qualifying, da werde ich mal eben kurz nachhaken, weil wenn, dann wird das eine Strafe geben.
ich merke gerade, es ist ja jetzt ein bisschen schwierig, irgendwelche Meinungen zu empfangen, weil die Wunschbox ja auch über die Seite läuft. GG Flex, GG. Wow. Ich hoffe, der Account ist noch. Also, nee, ist er nicht. Meiner ist der einzige, der noch da ist. Ah, das Radio ja, gehört gut. Mir. Nur das keine Rechte. Spice keine fährt die schnellste Runde. Spice mit einer 1,35,8 und warum wird mir da unten eigentlich schon wieder nur Kevin Magnussen angezeigt? Was soll die Scheiße? Ja gut, dann wuchs hier nur die Hotline heute, mein Gott. Ich glaube zweite gelbe Flagge, da ist ein Alpha langsam unterwegs gewesen. So, Marvs, nochmal eine kleine Verbesserung, reicht immer noch nicht für P2. P3, Entschuldigung, mal gucken, was Flips macht. Der verbessert sich auch leicht. Einen Zehntel. Dahinter dürfte jetzt Finny kommen. Wird sich wahrscheinlich auch irgendwo in den oberen Plätzen einreihen. Mal gucken. Ja gut, Platz 5 für Finny, eine 1,47,4. Dann kommt als nächstes, dürfte das Shouty sein. Ja, das ist Shouty. Fährt aber in die Box, alles klar. Nein, er ist wieder auf seiner Outlap unterwegs. Der müsste dann auch ein bisschen was gut machen. Aktuell auf Platz 15. Aber gut, ich glaube, KI-Stufe 80 ist Nana auch noch ein bisschen zu hoch. Du bist echt leise im Stream. Bin ich? Also, ich habe jetzt uns nicht gehört, aber so krass laut bist du nicht, muss ich sagen. Ja, das ist so wie immer. Also, ich habe mir noch nie anders angehört. Ich habe nichts rumgestellt. Ja gut, dann ist das interessant. Warte mal, ich mute mal eben kurz mich und sinnvoll, dass ich mich mute und dann im Stream hören will, wie ich mich anhöre. Also ich würde sagen, ein bisschen lauter ist schon fein. Ich kann mich über Stream jetzt nicht mehr lauter stellen, das ist so laut wie geht. Oh, geil. So, aber dann werde ich zumindest mal kurz die Kopfhörer muten, weil sonst hört man gleich alles doppelt im Stream. Ja gut, ne? Ich meine, muss man halt gucken. Jetzt höre ich mir das mal eben kurz an. Ja, das ist die Lautstärke wie immer. Weil wenn du den Stream voll aufdrehst, geht das. Und? Echt so? Ja nicht. Ich könnte alles in das Game ein bisschen leiser machen. Also hören tut man das alles. So ist ja nie. Also ist das Game zu leise. Lieber nichts verstehen, wahrscheinlich über nichts System, meine Damen und Herren. Und Bielux will einen heiß machen. Und da sieht, da sieht man auch, dass ich es endlich mal hingekriegt habe, die Commands zu bearbeiten. Und Meatboy ist heute nicht da. Ja, das stimmt. Er war auch letzte Woche leider schon nicht da. Ja, im Urlaub ist er. Ach so, okay, ja gut, das wusste ich nicht. Das habe ich heute durch Zufall, weil Erik was geschrieben hat, dass er und Mietbevor voraussichtlich heute wieder da sind. Aber komm, ich nehme mal an deinem heiß teil. Ja gut, das hätte ich... Egal, da finde ich, dass ich immer noch mein Twitch-Con Amsterdam-Band habe. Warte mal, das habe ich nicht umbenannt. Nein. Jetzt muss ich mal eben kurz im Cloudbot gucken. Audios, Highs, Präferenzen, Badges. Okay, das steht ja auch tatsächlich nicht zur Bearbeitung zur Verfügung. Das heißt, das wird immer so bleiben, wenn jemand weiteres joint. Okay. Flexman, steig in den Heist ein. Ja, komm, Flexman, du kannst das. Ich muss jetzt in 45 Sekunden erstmal kurz was sagen. Ja, in 45 Sekunden brauchst du nicht 300 schreiben. Ja, wenn er überhaupt so viele Punkte hat. Oh, Marvs, das war aber hart gecuttet. Ja, so viel hast du wahrscheinlich nicht. Oh. Ausrufezeichen Haperinus, dann weißt du, wie viel du hast. Ich bin doch nie im Stream drin, Mensch. Ausrufezeichen Haperinus, dann weißt du, wie viel du hast. Ja, Bumpy, keine Leerzeichen dazwischen.
So, wir gehen mal wieder zu Schaudi, der wird sich jetzt wahrscheinlich versuchen, die beste Runde zurückzuholen. 870 Der hast du Satz ist noch. auch auf Englisch. Okay, ich moderiere kurz, wunderbar. Ja, das, Das ich hab war mal die erst. Magie von Don's Eye und natürlich haben wir nicht nur die alten Kracher, die euch durch die Sommer User begleiten joined your werden, sondern auch channel. natürlich die neuen Hits und das ist zum Beispiel. Haben mit Kids? User left your channel. Hier wird die Radio. Ja, siehst du, Ja. sechs Minuten bist sogar mit 20 rausgekommen. Geile Sache. Wer ist hier gejoint? Du musst Jana sie war kurz erschlagen. drin. Jana. Ist dann aber wieder gegangen. Sag dich gleich. Oh, wir sind eigentlich nicht in Live-Show drin. Das ist eine gute Idee. Bobbycar! Wir machen einmal eben einen Tausch. User left your channel. So, schaut, ihr holt sich die schnellste Runde zurück mit einer 1:35, 1:91. User was moved out of You were your moved. channel. Hallo. Guten Tag. Jetzt sind wir im richtigen Channel. Cool. Seit wann kannst du mich moven? Seitdem ich krass bin. Ja, und Radiomanager-Dings. Seit Flexman Profi ist. So, mal gucken, was der gute Flips und der Marvs noch raushauen für Zeiten. Warum wir Teamspeak benutzen, weil Teamspeak deutlich besser ist als Discord. Teamspeak ist einfach Liebe, meine Damen und Herren. Denn sie gehören nicht einer chinesischen Spyware. Vampi, frag später einfach nochmal den 8-Ball nach, ne? Oh, Wolltest Flips du hat sich da seine Runde, glaube dieses ich, Jahr, gerade ne? kaputt gemacht. Mir ist langweilig. Oh. Und die ist immer langweilig, also. Ja, aber wir sind hier gerade am Radio-Dingsen und am Streamen. Ja, mir doch egal. Bin ich mein Problem. Ja, gut, dann schieb ich dich wieder hoch und da brauche ich mal hin. Nee, lass mal. Doch, doch. User was moved out of your channel. Allergrößten User Konsum. Joined your channel. Dann komme ich aber einfach wieder. Lena, wenn ja. Das, wenn Warum das zu kann viel, sie wenn das? Das zu viel gerät wird, mute sie einfach fünf. Ich bin da schnell. Die sagt ja auch nur wenn. Mit wann rede ich denn bitte viel? Aktuell zumindest. Außer wenn ich mich über Barsha lustig mache. So, da geben sie jetzt gerade alle die Session auf. Fini fährt seine Runde wahrscheinlich noch zu Ende. Und Nana nicht. Aber irgendwo steht ein Renault mitten auf der Strecke und ich glaube, da dürfte sogar Philipp sein, beziehungsweise Flips. In der letzten Kurve. Okay, jetzt ist er despawned. So, Fini verbessert sich auf Platz 3 mit einem 1:36,0. Und könnte die Session theoretisch jetzt aufgeben. Ist keiner mehr von uns auf der Strecke. Gut, dann wartet jetzt das gesamte Fahrerfeld und wir eigentlich nur darauf, dass Fini fertig ist. Hoffentlich wird er noch 2 Minuten 50. Ja, aktuell wären es noch 2 Minuten 50 verbleibende Zeit. Oh. Da wäre ja ein Traum, wenn wir pünktlich fertig werden. Ich sag dir aber kurz vorhin mal Bescheid und sag's, wie weit ihr da sind oder nicht. Vielleicht schaffen wir das ja. Ja, ich weiß ja nicht, was Fini da gerade noch fabriziert. Ey, jo, Marc, dann wünsche ich dir fahren, auf oder? Jeden Fall mal einen guten Appetit. Was gibt's denn zu essen? Ja, so wie immer. Du guckst dir den immer erst später an. Meistens. So 99,9% der Fälle. So, dann machen wir kurz ein Foto von der Startaufstellung. Also 1:50 habe ich noch drauf, aber das ist wahrscheinlich zu lang, ne? Weiß ich nicht. Jetzt geht's ja erstmal gleich Richtung. Fahren wir noch eine Runde, ne?
Ihre Einführungsrunde, ja. Ja, aber dann passt das eh nicht. Es sei denn, so lange kann man da was reinmachen. Und sie startet irgendwie halt besonders langsam heute. Ja. Aua. Das war intens. Wunderbar. Immer intens. Dann mache ich mal den Jingle schon mal fertig dafür. Ja, mach mal. Ob du soweit kannst. Ja. Ich kann auch alle Accounts lassen. Was hat denn Schmitty für einen Clip reingeschickt? Ja, aber selbst wenn du nicht so lange darum quatschst, dann lassen wir so lange dich live, bis die starten. Das lohnt, glaube ich, dann wenig noch zwischendurch runterzugehen. Oder kriegen wir irgendwie gebacken, dass wir da so lange sprechen? Ja. Quatschen, je nachdem. Und sonst sagst du, was sie tun oder nicht tun, wie auch immer. So, Vampi, wir sehen schon wieder einige Leute mit demselben T-Shirt da oben rumsitzen. 30 Sekunden. Was? Ich spiele gerade mein Handy und überlege gerade, ob man zu essen holen soll. Wow. 20 Sekunden. Vampi wieder voll dabei hier. Lena, Jana. Okay, Jana, wenn du mich hörst, einfach gleich nichts sagen, danke. Weil die sind live geschalten. 10 Sekunden plus Jingle, ich halte euch live. Ja, das war Robin Schulz in your eyes, hier bei TD Radio, Merzen Radio und natürlich gebe ich jetzt so ab und von Biolux weiter, denn wir sind kurz vor dem Brennstart und Harper will ich die Aufstellung berichten. Ja, wir fangen natürlich wieder an, wie immer, zuerst mit der wunderbaren Startaufstellung, die wir heute haben. Wir haben auf Platz 1 den lieben Shouty, dahinter gefolgt auf Platz 2 Spice, auf der 3 haben wir Tenfini, auf der 4 haben wir unseren Gastfahrer, den Flips, auf der 5 haben wir Marvs, auf der 6 dahinter steht Verstappen, Leclerc auf der 7, Sainz auf der 8, auf der 9 haben wir Sergio Perez, auf der 10 den Norris, auf der 11 Kwiat, auf der 12 ist Ricciardo, Magnussen auf der 13, Stroll auf der 14, auf der 15 Giovinazzi, auf der 16 versteckt sich da noch ein weiterer Fahrer von uns, der liebe Nana, auf der 17 haben wir Latifi, auf der 18 den Russell, auf der 19 den guten Tiemo, was auch immer da passiert ist, weiß ich nicht, muss ich mir später nochmal anhören, das könnte durchaus sein, dass er da noch eine Strafe bekommt nachträglich. Und aus dem letzten Rennen haben wir dann natürlich noch die Qualifying-Strafe von Quarto gehabt, weswegen Quarto heute vom letzten Platz startet. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, die wir irgendwie rumkriegen müssen, weil die Leute haben tatsächlich noch nicht mal angefangen mit der Einführungsrunde. Vampi, wie fandest du denn das Qualifying? Joa, es war gut. Ich weiß gerade gar nicht mehr, warum Quarto eine Quali-Strafe hatte. Ich wollte eigentlich Quarto zuschauen. Vielleicht kannst du es nochmal erzählen, Harper. Ja. Ja. Ich bin jetzt gerade auch unsicher. Ich muss da eben nochmal kurz in das Dokument schauen. Ach ja, eine Qualisperre, weil er im letzten Rennen sein Fahrzeug mutwillig in die Wand gebracht hat. Und dadurch, dass er dadurch dann letzter gewesen ist, hat er für dieses Rennen eine Qualifying-Sperre bekommen. War das Absicht? Ja. Ansonsten hätte er dafür keine Strafe bekommen. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Ich weiß nur, dass das, glaube ich, das letzte Rennen war doch eh so komisch gewesen mit den ganzen Safety Cars. Ja, das war das etwas verbuggte Rennen und da hat Quarto, wie gesagt, halt sein Fahrzeug mutwillig in die Wand gefahren. Deswegen halt, ja, ursprünglich wollte ich ihm nur so eine Strafe geben. Flips wurde schon disqualifiziert, weil irgendjemand hinten reingefahren ist in der Einführungsrunde. Geht's ja dafür. Lord. Ja, schon überlegen, wie die Chancen für einen Safety Car wieder stehen. Ja, die Safety Car Chancen, ich sag mal, wenn wir fahren, dann sind die Safety Car Chancen hoch. Auf Abu Dhabi an sich eigentlich relativ gering. Quarto wurde auch disqualifiziert. Was machen die denn heute alle in der Einführungsrunde? Mensch. Und warum startet Quarto nicht vom letzten, sondern vom Platz 19? So, aber also ich habe so das Gefühl, dass das Spiel ein wenig komplexer hat schon wieder. Vielleicht wird es wieder so buggy wie vorher. Um zumindest mal nochmal kurz auf deine Frage vom Safety Car zurückzukommen. Wie gesagt, wenn wir fahren, ist die Chance eigentlich immer hoch. Irgendwas passiert eigentlich immer, egal was es ist, um Safety Car auszulösen. Ich weiß nicht, ob das Safety Car noch angelassen wurde oder ausgeschalten wurde, nachdem es im letzten Rennen so verbuggt war.
Ich hoffe mal, dass es an war, beziehungsweise an ist, weil so ein Safety Car ist doch immer noch mal was Schönes, wenn zum Beispiel der Shouty da vorne mal seine 40, 50 Sekunden Vorsprung hat, dann hilft so ein Safety Car doch schon wieder, damit das restliche Feld mal wieder aufschließen kann. Deswegen. Ja, bitte. Und es bringt Spaß. Zumindest für uns. Ja, es ist halt nochmal interessant. Es kann nämlich auch nochmal die komplette Strategie durcheinander würfeln. Es kann sein, jetzt Shouty aktuell auf Rot unterwegs, wechselt wahrscheinlich noch einmal auf Gelb und dann vielleicht nochmal auf Rot, gehe ich mal von aus. Eine Zwei-Stopp-Strategie. Könnte jetzt allerdings mit einem Safety Car sein, in der, keine Ahnung. Hier haben wir jetzt zum Beispiel gerade die voraussichtliche Boxen-Stop-Strategie. Einmal Rot, zweimal Gelb oder zweimal Rot, zweimal Gelb. Könnte jetzt natürlich durch einen Safety Car passieren, dass Shouty sagt, gut, okay, ich starte vom weißen Reifen. Beziehungsweise im Safety Car, sagen wir mal, das findet jetzt in der dritten Runde statt. Fährt dann die Box auf weiße Reifen, versucht dann natürlich mit denen so lange wie möglich zu fahren und wechselt dann nochmal auf Rot. Oder versucht mit dem weißen durchzufahren. Das ist alles eine Möglichkeit, die passieren kann. Aber die Fahrer haben jetzt mal alle ihre Startpositionen eingenommen. Die Lichter gehen an, die ich ausnahmsweise nicht sehe. Wunderbar. Und die Lichter sind aus, auch wenn ich sie nicht gesehen habe. Und Shouty ist da gut weggekommen. Spice ist da sehr schlecht weggekommen. Verliert da direkt einige Plätze. Und wir gucken direkt mal. Wir haben direkt eine gelbe Flagge. Da hat sich jemand weggedreht. Wer war das? Flips. Das dürfte der Flips gewesen sein, der sich da weggedreht hat und, ja, so wie es aussieht, Teile vom Frontflügel verloren hat. Keinen guten Start, sei mal, für unseren Gastfahrer weiterhin. Oh, wir haben einen VSC direkt. Und einen Ferrari, der dann ein bisschen Scheiße baut. So, Flips wieder hinten dran. Oh, ja. Demo ist raus. Flips ist auch raus. Ich habe nichts gesehen. Das sah so aus, als wäre da eine KI gestanden und damit hat der gute Flips nicht gerechnet gehabt. Ist dem Timo hinten raufgefahren, Timo hinten beide Räder verloren und Flips, gehe ich mal von aus, ist die Radaufhängung gebrochen. Beziehungsweise natürlich auch ein Rad verloren in diesem Moment dann. Heißt, die haben schon mal zwei Verluste zu melden. Sektor 2 eine gelbe Flagge, aber kein Safety Car aktuell. Auch Quarto hat leichten Frontflügelschaden, also es gibt einige Probleme hier beim Start. Falls da noch mehr dazu kommt, falls ein Safety Car kommt oder der ein oder andere noch rausfliegt, werden wir uns natürlich direkt wieder melden. Aber ich gebe jetzt erstmal zurück, beziehungsweise wir geben jetzt erstmal zurück zu Flexman und wünschen euch viel Spaß mit der besten Musik von heute. Das sieht's aus. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Updates und für den spektakulären Start. Natürlich könnt ihr da auch jederzeit zuschauen auf f1.ddr-radio.de. Und dann könnt ihr jetzt nämlich auch auf Twitch live verfolgen. Darf ich nochmal kurz einwerfen? Jetzt weiter mit. Du willst was einwerfen? Ja. Wie zur Hölle fährt Max Verstappen die schnellste Runde, wenn die noch nicht mal über die Ziellinie gefahren sind? How is das sind Fragen, die gestellt werden müssen. How is this possible? Ja, ich glaube, das Spiel ist heute wieder ein bisschen Aussicht drauf, muss ich sagen. Wie auch immer, werden wir euch auf dem Laufenden halten, wenn weiteres passiert. Das ist DD Radio. Jetzt nur Radio. Ihr seid offline. Bompi, hast du gerade die Zeiten unten gesehen, die da durchgelaufen sind? Ja, 45 Sekunden. Ich wollte gerade fragen, kann es sein, dass es vielleicht Sektor, schnellste Sektor sind? Dass nein, das, Sektor ist, nicht das, wird immer, das wird immer die schnellste Runde genommen. Ja. Mit mittlerweile passt auch wenigstens User die Tabelle. Ja, tschüss, Jana. Ja, bei mir steht die Hälfte mit den Zeiten nicht dran. Ja, das ist gerade noch normal, aber zumindest passt die Reihenfolge der Tabelle schon mal. Und ist nicht mehr wie willkürlich durcheinander gewürfelt. Ja, stimmt, das hatte ich vorhin auch gehabt. Ja, vier Leute sind in der Box. Jeder hat eine andere Boxenstopp. Wenn du dann durchgehst, wenn dieses Boxenstopp-Fenster offen ist, sag mal, die Fahrer durchgehst, siehst du das bei jedem anders. Also es ist nicht eine allgemeine Dings. Ach, das sind da vielleicht die zwei Strategien, die als Vorschlag haben, gehe ich mal von aus. Genau. Oder du hast gerade auf jemanden geguckt, der rote und gelbe Reifen auf hatte ursprünglich. Dann ja, ist sie natürlich anders. Das Spiel ist echt motiviert heute wieder, ne? Weil als gerade bei mir das Boxen, es geht eh keine Ahnung wann auf, weil mal hast du es, dann hab ich es nicht, mal hab ich es, dann hast du es nicht. Bei mir war gerade das Fenster offen und ich wollte gerade den Fahrer wechseln, habe ich gesehen, beim Wechseln, dass da auch jedes Mal die Strategien mit umgesprungen sind. Sind die Fahrer dann auf Rot oder auf Gelb gestartet? Och, hast ich du das? Rot. Ja, das musst du halt und bedenken. So, ansonsten ist aktuell keiner wirklich in Angriffsnähe. Sind wir fast bis zur Werbung durchgequatscht. Der ist doch sehr gut. Ja, so muss das. Perfekt getimed, I guess. Ja.
Bambi, komm, starte mal nochmal ein Heiß. Oder Flexman. Kannst du. Ich glaub an dich. Keine Ahnung. Ausrufezeichen Havarinus. Ich bin gar nicht online. Muss ich extra wieder online kommen? Ja, erstmal, das kann der Flexman wieder. Das war nicht meine Intention. So, Shouty kommt jetzt gleich. Nee, nicht heißt. Du hast doch genug Flexman, was willst du? Oh, Spice aktuell in zumindest mal in DM, im DRS-Fenster, auch wenn das DRS noch nicht an ist. Hast du eigentlich nur den Einsatz oder hat er verschiedene? Das ist beim Start, ist da nur der eine. Ja, ganz ehrlich, am Anfang, wer ist irgendwie mit drauf gefahren? Das habe also ich gesehen. Nur je nachdem, wie es rauskommt, ist das natürlich anders. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch angepasst. Ich bin nicht Meat Boy. Okay, selbst hast du mich am Rotieren. Oh, mein Radio-Website hat es auch schon getroffen. Eieiei. Sag's dir, das ist Neurovirus in. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ja, Bumpy, du fragst halt auch zu viel. Er hat dich mit Meat Boy verwechselt. Ich sollte doch später nochmal fragen, das habe ich gemacht. Ja, und jetzt fragst du zu viel. So, wir bleiben mal bei dem kommenden Zweikampf zwischen Marvs und Spice. So, da kein Bock mehr auf dich. Ich will mir was zu essen holen. Achso, der heißt. Läuft ja auch noch. Ja. So, jetzt. Ja, dann warte ich noch den heißt. Jetzt dürfte auf jeden Fall das DRS-Fenster offen sein, beziehungsweise dürfte Spice jetzt gleich DRS bekommen. Oh, da kommt Marv sehr weit raus, da braucht Spice nicht mal mehr das DRS, um dagegen zu kontern, beziehungsweise angreifen zu müssen. Und zieht Marv jetzt natürlich direkt noch ein bisschen davon durch das aktive DRS. Nana, der hier hinten nah dran ist an Russell. Ja, Flips, was hast du denn heute getan? Ich hab nur gesehen, dass du dem guten Chemo da drauf gefahren bist. Na gut, ihr habt es mal wieder geschafft. Ach, du bist all in gegangen, oder was? Ja, ich glaube, ich muss die Rate des Gewinns mal noch mal ein bisschen runterschrauben. Ihr gewinnt mir zu oft. Ich auf 12%. Wieder gewinnt jemand. Ja, jetzt will ich gerade nicht, weil jetzt überholt Nana wahrscheinlich gleich Russell. Und mitten im Zweikampf will ich das nicht machen, weil sonst öffnet sich ein Formel 1 der Pause-Menü. Alle fahren gegen die Wand. Nee, das nicht. Mambi, du kriegst heute keine klare Antwort. Ich merk schon. Da müssen es mir die Fahrer hier sagen. Ja, deswegen niemals auf den Stream gucken, wenn man am Fahren ist und Leute vor sich hat. Nana, hast du da gerade ernsthaft Russell weggedrückt? Willst du mich verarschen? Hat ein Hütchen umgefahren. Erstens das und zweitens hat er Russell weggedrückt. Warte mal, das wird auf jeden Fall mal kurz vermerkt. Ja eben, Philipp, da hast du auf jeden Fall mal wieder deine Lesson gelernt for today. So, Nana. Ursachen. Eine Kollision. Und ja, war doch schon wieder in der Box. Hoch. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen bei TD Radio. Aufgelegt. Wow. Hurens. Danke für nix. Jetzt kann ich mal eben kurz die Gewinnrate runterstellen. Hätten wir den auch gehört jetzt hier? Nee, aber da bin ich an der Softwarelösung dran, dass der Anruf automatisch in den, also hier, sag ich mal, durchgestellt wird. Achso, die Chance to Win ist auf 60, Alter. Was ist los mit euch? Die Chance to Win für Viewers, die wird mal runtergestellt auf 20. Aber im Radio hätte man den gehört. Subscriber haben auch 20 und Mods haben auch 20, ganz einfach. So, Messages. Aber ich weiß schon, welche Rufnummer ich jetzt erstmal sperren werde. Wow.
So, wir gucken mal eben noch. Ah, Wampi, du kannst übrigens nach einer Sekunde, nachdem der heißt zu Ende ist, einen direkten neuen starten. Könnte ich, aber jetzt will ich nicht mehr. Ich will doch mein Geld nicht verlieren. Mein hart verdientes Geld. Ja, jetzt ist die Winrate halt auf 20 runtergeschraubt. Hallo, 60 ist ein bisschen viel gewesen, also. Ach so, Schmarrn. So, mal gucken. Bato hängt mittlerweile wieder hinter Latifi. Nana fährt da natürlich fröhlich vorne rum, nachdem er Latifi da ein bisschen weggedrückt hat. Ich wollte drei Hits am Stück. Wird aber dennoch, gehe ich mal stark von außen, eine kleine Strafe nach sich ziehen, weil das war definitiv Verursachen einer Kollision. Das wird hier nicht geduldet. Reflexmensch. Das wird nicht geduldet? Mhm. Ja, okay, ja. Genau das. Okay. So, Quarto jetzt ran an Latifi. Fährt aber sehr, sehr weit außen rum. Und auch Finny aktuell in der Box wird somit zurückfallen auf, ja, einige Plätze zurückfallen. Weil da kommt jetzt direkt ein ganzes Fahrerfeld. Quarto versucht halt jetzt außenrum gegen Latifi. Latifi hält da nochmal innen. Jetzt hat aber Quarto natürlich die Innenseite und ist vor Latifi. So, wir wechseln direkt zu Finny und gucken mal, wo Finny rauskommt. Oh, Finny da direkt neben Norris rausgekommen. Somit kämpft er sich direkt wieder auf Platz 10 vor. Verstappen, der es ja theoretisch versuchen könnte gegen Leclerc, aber hat da noch nicht so die Chance. Ist da noch ein bisschen zu weit weg. Aber auch Leclerc, der hier immer mehr auf Marvs aufholt. Marvs unterwegs auf Roten ebenfalls. Bin hier auch vorbei an Ricciardo und kämpft jetzt hier, versucht sich zumindest hier noch vorbeizukämpfen an Perez. Da gab es kleinere Berührungen, aber da sah er so aus, als hätte Perez da keinen Platz gelassen. Mal gucken, ob Vini sich verpasst. Nicht viel. Mal gucken, ob Finny sich hier direkt auch noch den guten Sainz holen kann. Hier innen rein. Sauber gemacht. Wir gucken mal an, ob er hier irgendwo gecuttet. Das war gecuttet. Also wenn Finny noch einmal cuttet, dann drücke ich dem auch eine Strafe auf. So, Marvs in der Box, Verstappen in der Box, heißt Finny schnappt sich direkt nochmal zwei Plätze. Und hat es jetzt auch nicht mehr, ja, ganz so weit bis zu dem guten Leclerc. Ja, auch noch in die Box muss, also vielleicht hat Finny da sogar das Glück, dass er an Leclerc vorbeikommt durch seinen Boxenstopp. Und sich da nicht seine Reifen abrackern muss durch den Zweikampf. Finny, du kürzt mir hier ganz schön viel ab. Wird auch mal notiert. Und da tatsächlich keiner irgendwie in einem Angriffsfenster ist, bleiben wir tatsächlich mal bei Finny, weil ja, je öfter der abkürzt, umso mehr Strafen kriegt er später aufgedrückt.
Und das lasse ich mir hier natürlich nicht entgehen. So, weiter hinten sind jetzt einige in der Box. Beres, Norris, Kwiat, Magnus und Giovinazzi. So, wo geht denn sonst noch was auf der Strecke? Wir haben Spice. Ne, Schauty, der gerade im Boxenstopp ist. Und der wechselt auf weiße Reifen, versucht also einen Einstopp. Aber das sah so aus, als wären da die Crew noch nicht ganz bereit gewesen. Das stand da nämlich ein bisschen lang. Spice übernimmt somit erstmals, beziehungsweise vorerst die Führung. Und auch Finny könnte mit viel Glück durchschlüpfen. Bin wieder da. Und das wird er auch. Finny ist auch durch. Schaut ihn zurückgefallen auf P3. Und Finny kürzt weiter und weiter ab. So, wartet er immer mehr auf Nana auf. Schließt wollen wir denn einen guten Marv. Er ist 2,5 Sekunden noch hinter Verstappen. Kommt hier gerade so vor Leclerc raus. Hat auch auf weiße Reifen gewechselt, versucht also auch mit einer Einstopp-Strategie. Kann sich da jetzt aber nicht wirklich absetzen von Leclerc, vor allem Leclerc jetzt auch noch mit der ist unterwegs. Kommt da aber immer wieder ein bisschen besser ran an den guten Verstappen. Da bin ich wieder, hallo, hallo. Was hast du eigentlich heute Abend noch vor? Kommt Dena später noch der S oder was? Sie hatte nichts gesagt. Oh. Oh, das war sehr knapp, Marvs. Ach ja, sie kommt später noch der S. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Hat sie gerade also sie meinte halt, sie würde jetzt erstmal weg sein und. Also gehe ich davon aus, dass sie später wiederkommt. Ja, sie hat es gerade im Stream geschrieben. Oh. Achso. Und ja, somit gut, natürlich auch hallo Lena. Hallo! So, Ricciardo in der Box. Ja, das ist die Radio 2014 haben wir es. Hier haben wir Formel 1 im Blick und wir werden euch natürlich stets aktuell haben, was los ist oder nicht los ist. Ab und an, wir sind da für euch. Musik und wenn ihr euren Lieblingssong hier bei uns hören wollt, dann könnt ihr natürlich gerne bei uns einsenden. tdm-radio.de/sendeplan. Sollte das nicht gehen, einfach mal durchklingeln. 05121 99 31 42 3. Das ist TD Radio. Mehr als eine Radio. So, Leclerc wird jetzt gleich auf der langen Geraden seine Chance haben, Marvs anzugreifen. Wieso ist Flex mir da manchmal schwer vom Zuhören, Lena? Und da tut der gute Leclerc auch, fährt hier sauber an Marvs vorbei. Und ja, Marvs fährt dann nochmal schön hinten rein. Verliert ein kleines Flügelteil. Und da hat er auch nicht mehr wirklich die Chance, sonderlich gut hinterherzukommen, der Marvs. Also vielleicht ist die KI-Stufe doch noch ein bisschen zu
zu stark für ja, ein paar unserer Fahrer. Ich sag mal zwei Stück. Und Quator nah dran an Nana. Mal schauen. Verteidigt Nana hartnäckig. Oh, Nana verteidigt da sehr, sehr hartnäckig. Es wird auch mal eben notiert. Das war nämlich im letzten Moment noch rübergezogen. Was für eine Zeit haben wir gerade? Eine Stunde vier sind wir aktuell live. Das heißt, so ungefähr wird das auch passen von der Zeit. Ja gut, das stimmt wiederum, ja. Da hast du nicht ganz unrecht. Oder Flexman, was sagst du dazu? Ey, ganz ehrlich, ihr lauft auf einem komplett anderen Audiokanal und seid leiser als der Rest des gesamten Rechners. Was? Da überhört man mal was. Was? Was, ja, was? Zu dem, was sie gerade reingeschrieben hat. Ja. Das ist das, was vor 2 Minuten passiert ist. Ja, aber vielleicht habe ich dich einfach überhört. Deswegen hast du darauf geantwortet? Aha. Ich weiß es doch nicht. Alzheimer hast du also auch schon in deinen jungen Jahren? Nein. Ich druck gerade mein Passwort-Safe aus. Ist das nicht interessant? Ja, ins Radio kommst du nicht mehr rein. Da darf nur ich rein. Meins ist meiner ist der einzige noch bestehende Account, also. Das ist richtig. So, Quadri diesmal aber vorbei an Nana. Da hat Nana diesmal keine Chance, weil da vorne hat Spice soeben Verstappen überholt. Und Schauti kommt mal wieder immer näher ran an den guten Finny. Marv's ganz nah dran an Stroll. Leicht verbremst. Alles klar. Dann habe ich sowas von auf Stream, Marv's. Dadel auf dem Spielfeld. Das gibt nicht eine 10 Sekunden Strafe, das gibt eine 20 Sekunden Strafe. Wir abkürzen. Und verursachen eine Kollision. Ungefähre Zeit. 1:06. Aber bisher habe ich mir schon mal 3 Leute notiert, die eine Strafe bekommen, dieses Rennen. Läuft. Ja, ne? So, Leclerc immer näher ran an Verstappen. Irgendein Bot möchte mir auf Instagram folgen. Ja, Vampi, Vampi sage ich schon, Entschuldigung, Lena. Lena, das wird alles nach dem Rennen noch geklippt. Also das ist ja nur Fall, also wenn sie einen Beweis haben wollen, klippe ich denen das gerne. Ansonsten habe ich das ja sowieso auf Stream, also. Oh, 33 Zettel mit Logins. Geil. Uff. Aber zur Not wird das alles später dann noch geklippt. Deswegen notiere ich mir auch immer noch die ungefähre Zeit dazu. Werde ich gleich mal abheften, wenn die Song hier fertig ist. Ja, ne? Guck mal, gute Lena, die tappt eine Katze auf den Kopf. Hätschelt die bestimmt. Ja. Das machst du mit deiner Katze auch immer, ne? Nachts. Wenn ihr allein seid. Hätschelt die auch so, die hat heute einen Maulwurf gefangen und getötet. Und dafür hast du morgen Premium Whiskers in der goldenen Dings. Wegen der arme Maulwurf, hast du schon mal an den gedacht? Der hat bestimmt auch Familie. Ist mir egal. Die Katze sollte getötet werden. Dead is getötet quickly. Bei läufender Mörder hier.
Tötet einfach einen Maulwurf. Hat sie den dir vor die Tür gelegt oder was? Nee. Was dann? Wo dann? Irgendwo. Woher weißt du denn, dass sie das getan hat? Ja, weil er da rumlag auf dem Rasen. Dann, sicher, dass es dann eine Katze war? Ich wollte gerade fragen, sicher, dass es deine Katze war? Naja, sie hat sich gerade mit dem toten Maulwurf vergnügt, sie hat immer wieder drauf rumgehauen. Aber dann weiß ich ja trotzdem nicht, dass sie ihn umgebracht hat. Doch, bestimmt! Ich bin gleich wieder da. Deine Katze gehört gesteinigt. Guck, warte mal gucken, wie gut er jetzt Land and Stroll vorbeikommt, hat er da wieder ein bisschen Zeit liegen lassen. Nach der Schikane. Aber beim Einbremsen auf jeden Fall wieder deutlich Zeit gewonnen. Hier cutten sie immer gerne. Das lasse ich aber noch durchgehen. Das war nicht ganz so hart, wie Fini das die ganze Zeit gemacht hat. Und wir haben Sektor 3. Gelbe Flagge. Das ist... Warum? Warum ich hier wieder da bin, ich weiß auch nicht. Ne, warum wir eine gelbe Flagge haben. Es war Quator, der hat die Wand geküsst. Flügel verloren, oder was? Das habe ich nicht mitbekommen, ich habe ja gesehen, wie der gegen eine Wand stand. Ja, ja, komplette Nase verloren. Also wird Quator da niemanden überholen in nächster Zeit. Das heißt, wir gehen mal gucken, was der Kampf um Platz 1 jetzt gleich macht nach der VSC-Phase. Zwischen Finny und Shouty. Der Microsoft Store ist übrigens scheiße, Flexman. Bitte? Der Microsoft Store ist übrigens scheiße. Ja. Oh, Quado ist raus. Ich habe heute auch ein bisschen Dungeons rumgespielt mit Lena. Und der Store ist echt shit. Ja, nicht deswegen. Der fragt mich, wenn ich Dungeons runterladen will, ne? Ja. Fragt er mich nicht, auf welche Festplatte. Ja, das macht er einfach auf deiner Windows-Festplatte, glaube ich. Ja, der ist behindert. Mhm. Ich will das nicht auf der M2 haben. Und verschieben kannst du es auch nicht. Doch, ich meine, also ich konnte mit Sea of Thieves konnte ich das umändern. Muss ich mal gucken, wie das nochmal ging. Ja, bei Sea of Thieves werde ich auch gefragt, auf welche Festplatte der das will. Bei den größeren Spielen, aber bei kleinen Spielen fragt er das nicht. Aber kurz anderes Thema. Was ist mit Quater passiert? Der hat wahrscheinlich das Heck verloren in der Kurve. Ich habe nur gesehen, wie er irgendwo stand ohne Reifen. Ja, der hat wahrscheinlich das Heck verloren in der Kurve davor. Gut, ich meine, 2 GB sind jetzt auch nicht schlimm, wenn die auf der M2 sind, aber das möchte ich nicht. Die M2 ist meine reine OS-Festplatte. Betriebssystem-Festplatte, mehr nicht. Ja, deine Dokumente und so liegen doch da noch rum. Oder nicht? Ja, das auch, aber ansonsten, wie gesagt, Spiele etc. will ich da nicht drauf haben. Ach so, ja. Weil ich meine, die Dokumente, wo da drauf sind, sind ja auch nicht gerade riesig. Das sind ein paar MB. Dachte ich bei meinem Opa auch, der hat nicht viel Dokumente. Der hat irgendwie 600 GB Dokumente und so ein Scheiß. Was tut denn der, Alter? Ich weiß es nicht. Es ist alles da, was du dir vorstellen kannst. Oh, übrigens hat Shouty Finn überholt, wann auch immer das passiert ist. Ups. Oh. Ich war zu sehr ins Gespräch vertieft. Bitte hilf mich am Boden. Ja, Lena sagt, wäre beim Großteil ihrer Familie nicht anders, Flexi. Ja, also... Ja, ich war sehr erstaunt darüber. Aber, was ich richtig geil finde, er hat eine Liste, wo alle seine Passwörter und Logins drin sind. Super sinnvoll. Kann man wenigstens auf alles zugreifen. So, mal gucken, wer jetzt einen noch einen Boxenstopp machen muss. Wer ist denn alles auf Gelb unterwegs?
Bini muss nochmal stoppen, der Verstappen muss nochmal stoppen, alle die auf Rot sind müssen nochmal stoppen. Also der Einzige, der aktuell nicht mehr stoppen muss, wo ich von ausgehe, wird Schauti sein. Der Rest muss definitiv nochmal in die Box. Außer Magnussen, der war gerade. Und Russell könnte auch noch Glück haben. Bei Nana könnte das vielleicht noch eng werden. Aber auch Fini kann dabei Schauti nicht mithalten. Also Schauti zieht da vorne wirklich wieder davon. Der hat wieder sein eigenes Rennen so ein bisschen. Aber das ist ja gefühlt auf jeder Strecke so. Und ansonsten scheint sich das hier gerade alles so ein bisschen... Ja, wie soll man das sagen? Alles so ein bisschen zu stabilisieren, was die Platzierungen angehen. Wie lange brauchen die ungefähr für eine Runde? Minute 40. Ein Minütchen Wunderbar. Und 40 Sekunden. Mashallah. Mach nicht diese Datenbank. Küss dein Auge. Ja. Merk schon, du und die Datenbank haben ein Verhältnis. Ihr habt ja live gesprochen. Ja, deswegen bin ich auch noch der einzige bestehende Account. Ja. Also ich müsste mich da theoretisch noch anmelden können. Das ist richtig. Für die Login-Daten hast du ja. Ja, die habe ich mir abgespeichert. Und wenn Quator dir über die Konsole oder über die Datenbank Zugriffe geben kann, könntest du einen Admin-Account erstellen und vielleicht, wir gucken nach dem Rennen einfach. Quator, wollt ihr dann hochkommen? Ah, komm, Alter, wir starten mal nebenbei kurz wieder in den Heist. Ja, mit 400. Wampi joint auch bei der Suche nach dem größten Schatz der Welt. Aua. Zweikampf zwischen Marvs und Quert. Marvs, ich weiß zwar, dass du vom Spiel Strafen kriegst, aber... Nee. Einfach nee, wie viel Strafen hatten der bisher? Mahlzeit. Entschuldigung. 3 Sekunden. 6 Sekunden. Sechs Sekunden. Plus 20, die ich ihm noch aufdrücke, sind wir bei 26 Sekunden. Weil ich dann wahrscheinlich die vom Spiel revidieren werde und einfach nur meine Strafen gebe. Weil die Fahrweise von Marvs, die unterstütze ich heute definitiv nicht. Heute nicht, sonst schon? Nee, aber sonst nicht, aber ansonsten fährt er, okay. Ansonsten fährt er eigentlich sauber. Heute nicht. So, der Heist dürfte dann theoretisch auch gleich losgehen. Dann fahren wir wieder mit unserem Bobby-Car. Und wir haben verloren. Mein schönes Geld. Waren doch nur 200. Mein hart verdientes Geld. Ja. Hart verdient. Wo war das hart verdient? Der Flexman hat mehr als du, Papa. Oder wie viel hast du nochmal? 1000 irgendwas. Nee, ich meine Wampi. Ah. Müsste jetzt eigentlich keine Ahnung haben. Ist mal wieder Zeit für ein Update oder nix los? Nix los. Oh, warte mal, das war nicht top, was waren denn dann? Ich habe meine eigenen Commands nicht. Selber schuld, wenn man alle ändert.
Streamlabs Play doch, nicht. Doch, waren jetzt hat Tops. Waren Tops. 1500. Ja, dann bist du, dann bist du, dann bist du noch vor Flexman. Flexman ist jetzt auf Platz 10. Meat Boy ist unangefochten Platz 1. Wieso hat Streamlabs 2250 Punkte? Woher hat er die Punkte? Weil Streamlabs ja so gesehen auch die ganze Zeit zuschaut. Schaut er sicherlich länger zu als Meat Boy. Wie kann Meat Boy da mehr Punkte haben? Weil Fragen über ich Fragen. Durchaus mal die Punkte gelöscht hatte vom Streamlabs, weil der in meiner Meinung nach in der Liste nichts. Ist so. Ach, danke, danke für die Antwort, Streamlabs. Danke für die Antwort. Irgendwie hat 8Ball heute keinen Bock, Alter. 8Ball gibt uns heute nur irgendwelche Antworten, mit denen wir nichts anfangen können. So. Bin ich wieder auf P2, wie es weiß in der Box war. Ups. Ja, das ist eine sehr gut gestellte Frage. Nana da knapp 20 Sekunden hinter Giovinazzi und Marv, ja. 3,5 Sekunden hinter Dani Kwiat. Achtung, Safety Car, aber nein. Oh. Ich sag doch, die Antworten heute von 8Ball, die sind echt. 8Ball ist heute richtig on fire. Ich merke das schon. Er ist aufgeregt heute. Also, ihr kriegt nochmal kurz einen Pausebildschirm im Stream, da tut mir leid. Passt. Passiert gerade eh nichts. Es drehen alle nur ihre Kreise. Dann eine Runde nach der anderen und das 28 Mal. Weil sie ja sonst nichts Besseres zu tun haben. Es ist wie Fußball, wo 22 Leute hinter einem Ball. Ja, aber Fußball ist sogar noch langweiliger. Sag mal so, je mehr Leute an dem Heiß teilnehmen, umso besser wird die Antwort. Ich weiß. Es gibt ja auch nur einen. Können ja auch nur zum Beispiel 2 von 5 gewinnen oder so. Ach so. Ja, aber wow. Ich bin jetzt nicht mehr online, ich mache jetzt keinen Heiß mehr mit. Ich krieg eh kein Geld. Hast du mich gerade von einer Freundin zugesprochen? Ja gut, Lena, das mit dem 8Ball von dir, das habe ich erst gerade gesehen. I'm sorry. Flexman postet da irgendwelche Emotes im Chat, was soll die Scheiße? Hör auf damit, Flexman. Witzig von meinem Bildschirm. Witzig von meinem Bildschirm. Hurensohn. Die Audio muss ich muss ich Lena. Och. Ich gehe mich heute vergraben, echt. Yay, wir haben 5 Hörer mehr als letzten Monat nur, und der Monat ist nicht nur, mal zu Ende. Nur weil ich die ganze Zeit nebenbei auf den Chat gucke und da halt dieses V bei Violet Puri am Anfang steht, sage ich immer Vampi anstatt Lena. Ich könnte kotzen. Die Audio muss ich Lena aber noch schicken mit Hurensohn. Oha, sowas machst du wirklich? Das ist aber gemein. Ja, damit Lena dann nicht zu dir. Getroffen. Damit Lena dazu dir nicht sagen muss. Dann bin halt immer ich. So, Kwiat ganz nah dran an Marv und Stroll noch näher dran an Nana diesmal. Jetzt kommt Stroll hier mit DRS.
Aber auch mit der, es reicht halt gegen den Mercedes nicht so ganz. Linda, von mir aus kannst du mir eine ganze Liste schicken, was ich dir an Audios mache. Das ist mir scheißegal. Gehört habe, wird neue Station Voice. Ja. Kappa. Mach die neue Navi-Ansage. In 500 Navi Metern rechts abbiegen. Navi-Ansage. Oh Gott. Du Spast, jetzt dreh um. Wo wir gerade bei einer Station Voice sind. Eine Station Voice nimmt die Tage neue Formel 1 Jingles auf. Okay. Yay. Soll ich da mitmachen? Du nicht. Warum? Die gebe ich dir nicht. Du machst sie kaputt, bestimmt. Will ich dir als Villager, oh Gott. Da kaufst du bei einem Villager was und dann kommt Mashallah, ich küsse dein Auge. Und wenn du nichts kaufst, dann Mashallah, mach kein Auge. Mashallah, einfach die Hübsche. Geht euch doch alle erschießen. Hallo, das ist die Sprache Kanakisch. Ja, dass sowas überhaupt in Deutschland geduldet wird, eieiei. So, Mars mittlerweile nah dran an Norris. Amtssprache ist Deutsch. Mashallah. Was du wollen, Deutsch? Ja, oder Flexman, das ist absolut Hochdeutsch, deswegen verstehen es und können es die wenigsten. Okay, und wie nennst du einen Kreisverkehr? Rondell. Ach Mann. Bagel. Oh. Das heißt Kreisverkehr und nicht Kreisel oder Bagel oder. Oder warte mal. Bagel wäre ein schöner Idee. Das, was Lena geschrieben hat, würde aber eigentlich Beagle heißen. Aber ich weiß, dass sie wahrscheinlich damit Bagel meint. Hundi. Okay. Sag doch nur Hunderasse. Okay, I'm sorry. Ah. Deine Katze ist scheiße. Die hat das nicht verdient. Was? Ja, weiß ich nicht. Muss ich mir nochmal ausdenken. Okay. Na dann. Ein Beagle, der sich versucht, in den eigenen Schwanz zu beißen. Ja, so würde ich den Kreisverkehr von nun an auch immer beschreiben. Was müssen Sie bei einem Beagle, der sich versucht, in den eigenen Schwanz zu beißen, beachten? Ja, gute Fahrschülerfrage. Beim Einfahren aufpassen, dass keiner kommt. Uff. That escalated quickly. Bitch toss. Wow. Rechts blinken beim Rausfahren, ja. Auch. Und wie gesagt, du musst beim Einfahren in den Beagle musst du aufpassen, dass von der anderen Seite keiner kommt. Ansonsten macht halt Aua. So, mal gucken, ob Marv sich den nächsten McLaren auch noch schnappen kann. Aber ich gehe stark von aus, dass ich den jetzt auf der Geraden auch noch holt. Ja, aber Lena, dann macht er ja trotzdem Aua, wenn du im Auto sitzt. Weil wenn du nicht aufpasst, wenn du in den Beagle einfährst und von links kommt einer, dann fährt er ja in deine Seite rein. Dann macht er bestimmt Aua. Der fliegt drüber. Lehne das Auto so abgeschrägt. Uff.
Haben Nieten, ja, Nieten sind aber nicht sonderlich groß. Nieten haben meist nur, ja, 3-4 cm Länge. Spoiler Alarm, Lena fährt ein Schlauchboot. Nee, wer ist denn das? Diese Dinger, diese Boote, die auf Luft fahren. Schlauchboot. Nee, die mit dem riesen Propeller hinten dran. Schlauchboot. Das heißt nicht Schlauchboot. Doch. Oder Luftkissenfahrzeug. Luftkissen, ja, so Luftkissenboot fährt sie. Soll die Polizei, ja, das stimmt, Lena, das soll ja die Polizei nicht sehen. Das ist ein Argument. Ich glaube, der spannendste aktuell noch am Fahrerfeld des Mars. Der sich zwar geradezu umsonst vorkämpft, weil der kriegt noch Strafen, aber gut. Weiß er ja jetzt noch nicht. Ja. Mit den Strafen, die er aktuell hat, würde er sogar aus den Top 10 rausfallen. In welchen Channel denn, Lena? Ach so, darunter, ja. Nee. Der fährt halt aber echt, ne? Schon wieder abgekürzt gerade eben. Kein Safety Car heute, ich bin echt enttäuscht. Und wir sind übrigens in der letzten Runde. I see this. Ach, du guckst noch zu. Ja. Was ist da los? Ja, weil du mich so unzureichend informierst. Warum tue ich dich unzureichend informieren? Es passiert halt nichts. Genau, das ist die Sache. Mars Platz lassen, ja, schön. Nicht ganz so schön, aber gut. Oh, Nana ist noch rausgeflogen. Uff. Good job. In der letzten Runde. Wie hat denn der da hingekriegt, Alter? Uff, okay. Gut, dann kriegt Nana diesmal keine Strafe, weil bringt jetzt sowieso nichts, wenn er rausgeflogen ist. Ja, Nana hat sich da wahrscheinlich so ein bisschen vertan. Da war irgendwie in der falschen Welt. Ja, GZ an Luke, ne? Ja, Marc, das stimmt. Vinny kriegt aber definitiv noch eine Strafe und Mars kriegt definitiv noch eine Strafe von der Rennleitung. Aber Vinny wird dadurch nicht sein Podium verlieren, beziehungsweise seinen zweiten Platz. Mars wird aber um einiges zurückfallen. Warte, der hat jetzt aktuell 2, 5, 7, 13. Mars würde aktuell auf Platz 11 zurückfallen. Der Quert ist ja auch ein Lappen. Mars, wie du. Marc, wie du. So, sorry. Hm. Ja, bisher würde Mars immer noch auf Platz 11 zurückfallen und ich glaube, da wird sich auch nichts mehr dran ändern. Da
Das heißt, Kwiat macht den Punkt, ja. Aber auch nur einen. So, dass ich jetzt nichts mehr ändern kann, kann ich schon mal ein Bild machen, damit ich wenigstens auch noch die Zeiten habe. Das wäre famos. Ja, da hast du recht. Einer ist besser als keiner. So, Quadro habe ich eigentlich geschrieben, wer alles rankommt. Fahrer des Tages, Charles Leclerc. 15 Minuten noch. Läuft. Warte mal eben. Raumzölle sind Leclerc und Verstappen. What the fuck? Hä? Was ist mit diesem Spiel los? Warum? Verstappen und Leclerc sind angeblich 1 und 2. Die fliegen halt, das weißt du doch. Ja, ich werde mich da mal kurz erkundigen gehen. Channel switch. Hallo. Papa? Ja. Ich schick dir mal die Liste und weil das Rennen eh schon so verkackt war, streiche ich persönlich jetzt die Zeitstrafe von Mars. Mars bleibt da. Weil es ja eh alles kacke gewesen heute. Wenn man so schon sieht, die schnellste Runde 41 Sekunden. Das hat aber nichts mit der Fahrweise von Mars zu tun. Harper? Ja, bitte. Hast du mir bei meinem Unfall zufällig zugeguckt? Nein. Hab mich gewundert, wie du das in der Kurve hingekriegt hast. Ich frage mich das auch. Weißt du, was passiert ist? Ich fahre ganz normal die Kurve ein bisschen weiter außen, weil ich die Ecke nicht mitnehmen will. Auf einmal ziehe ich volle Kanne nach links mit rechten Reifen kaputt. Wow. Ja. Luke? Boah. Luke? Ja? GZ von Marc. Wow. Interview. Ja, danke schön. Was habe ich Quadro geschrieben? Schaut die Spice Nana. Du hast mir geschrieben? Achso, ja, ich habe ja noch. Achso, doch, Spice ist noch da. Ja, ich bin noch da. Die drei bitte einmal hochmoven, Quadro. Dankeschön. Wer noch? Warte, muss ich? Nein. Schaut die Spice und Nana. Okay. Channel switched. Hallo. User joined your channel. Achso, ja, das ist der falsche Channel. Channel switched. Ja, jetzt werden die schon alle in den falschen Channel gemoved. Und ich auch. Quadro, einer. So, jetzt. Ja, super. Ihr seid doch richtig. So, hi. Dann mache ich euch mal eben einmal kurz die wunderbare Tabelle hier auf im Stream. So, als erstes, Spice hat natürlich die schnellste Runde. Aber 3 Minuten. Jo. Ja, war. Die Strafe von Marv werde ich aufrechterhalten, Quadro. Okay, also Marv 10. Elfter. Also die vom Spiel werde ich revidieren. Ich selber habe aber noch eine Strafe an Marvs. Ah. Kann ich dir auch gerne dann. Kann ich die dann auch gerne. Bitte? Wie gibst du ihn denn? Für das, was er in diesem Moment gemacht hat? 15 Sekunden. Was hat er gemacht? Der ist. Warte mal, ich kann da der mal eben kurz raussuchen. Genau dafür notiere ich mir glücklicherweise die Zeiten, wenn ich irgendwas finde. Genau dafür notiere ich mir glücklicherweise. So, das war ungefähr 1 Stunde 10 Minuten. Oh. War schön, dass er auf einmal angeblich Leclerc und Verstappen erst. Ja, da, Alter, ich habe da gerade ganz schön doof geguckt. Ja, das, wir auch. Wenn einer direkt am Anfang quittet, das packt noch so rum, ne? Ah, die war doch total buggy, die Lobby, oder? Ja. Dezent. So, ja, da mache ich mal eben kurz den Clip von. Weil Tomoya in der ersten Runde rausgeflogen ist und dann sofort Rage-Quit gemacht hat. Ja, und dann ist halt das wieder komplett alles gebrickt, dadurch, dass dann irgendwie die Rundenzeiten... Kann ich klippen, wenn ich live bin noch, ne? Ja, kannst du. Kann ich? Kannst du. Okay.
Hallo, Clip. Ich würde gerne Clip an Twitch. Ja, das ist 11, der soll dann 10. Ich darf keinen Clip erstellen. Rota Schauti. Erster. Lena, das ist ein, 13. Ja, ungefähr tatsächlich ein, 1 Minute 6 50 und, Sekunden. 1 Minute 6 und 10 Sekunden. 16. Quade, wir machen das nach den Interviews, ne, mit der Seite? Ja, wenn ich das dann hinkriege. Wunderbar. Ich bin vergessen, ich habe jetzt 2 auf 10, voilà. Ja, Quiert ist somit auf 10. 3 Sekunden. Strafen trage ich gerade noch ein. Also gleich danach noch. Ich habe 3 auf 10, hoppala. Oder? Ne, 2. Quiert ist 10. 10 Sekunden plus Single, ich schalte euch live, meine Damen und Herren. So passt das dann. Danke dafür. Die Radio, das Rennen ist vollendet und dabei will sich jetzt mit den Fahrern im Interview unterhalten und euch natürlich die Endposition durchgeben. Hast du gerade gesagt verendet oder vollendet? Vollendet, sollte das, glaube ich. Okay, ich habe verendet verstanden, aber ja, gut. Danke. Ja, das Rennen war anfänglich relativ spannend, hat sich gegen Ende hin wieder ein bisschen stabilisiert von den Positionen her. Der Einzige, der sich gegen Ende noch gut vorgekämpft hat, ist der gute Marvs. Wir gehen jetzt aber mal die Endplatzierung durch, bisher noch ohne die Aufrechnung von Strafen. Auf der 1 haben wir den guten Shouty, auf der 2 steht Tenfini, auf der 3 haben wir Spice, Leclerc auf der 4, Verstappen auf der 5, Perez auf der 6, auf der 7 haben wir Marvs, der wird allerdings, ja gut, der kann ich ja direkt erwähnen, der wird noch auf Platz 11 zurückfallen, aufgrund von Strafen. Auf der 8 haben wir Ricciardo, auf der 9 Sainz, auf der 10 Norris, auf der 11 Kvyat, auf der 12 Magnussen, auf der 13 Giovinazzi, auf der 14 den Stroll, auf der 15 den Russell, auf der 16 Latifi, auf der 17 den guten Nana, der in der letzten oder vorletzten Runde noch rausgeflogen ist. Auf der 18 haben wir Quador, auf der 19 Thiemo und auf der 20 Flips. Ja, das ist die aktuelle Endplatzierung. Da wird sich noch, wenn sich, ja gut, eine Sache wird sich auf jeden Fall noch tun. Wie gesagt, Mars wird noch zurückfallen auf Platz 11 aufgrund der aufgerechneten Strafe, die er noch aufgebrummt bekommt von der Rennleitung. Aber wir gehen natürlich erstmal jetzt an die Interviews über und wir fangen mal an mit Nana. Die KI wurde ja heute ein bisschen hochgestellt. Von 70 auf 80 war, glaube ich, wenn ich das noch recht im Kopf habe. Wie war es denn für dich mit der stärkeren KI heute? Boah, war eigentlich nicht viel anders, ne? Das war's. Ja, was soll ich da groß zu sagen? Ist halt so. Lässt sich jetzt nicht ändern und. Hast du dich nicht wirklich noch einen Unterschied gemerkt? Also war für dich, war's für dich besser zum Fahren oder schlechter mit der KI dann oder? Naja, war halt kacke wie immer, ne? Dementsprechend brauche ich da nicht weiter was zu sagen. Und den Vorfall in der letzten oder vorletzten Runde hast du mir ja gerade schon mal erläutert gehabt. Aber kannst ja nochmal fürs Radio bitte erwähnen, was genau war denn da los? Also, ich weiß nicht, wie die Kurve jetzt heißt, aber das war kurz vor der, ich glaube, das war die Schikane, glaube ich. Bin halt im Endeffekt um die Kurve, auf einmal zieht mein Auto nach links mit kaputtem Reifen. Als hätte ich mir irgendwo den Reifen aufgeschlitzt oder so. Ah, also Reifenplatze? Ja. Obwohl ich meine Reifen lagen bei circa 30%. Wäre möglich, dass vielleicht ein Teil auf der Strecke lag in dem Moment. Das kann natürlich gut angehen. Wo du drüber gefahren bist. Das ist dann natürlich, ja, scheiße für dich. Weil, gut, du warst ja, hättest da drin wahrscheinlich gerne vollendet, auch wenn das von der Position ja ein bisschen weit hinten ist. Aber ich meine, lieber durchs Ziel kommen als rausfliegen. Naja, 15. wäre mir lieber gewesen als 17. ja. Dann gehen wir mal weiter zu Spice. Spice Platz 3. Glückwunsch dafür erstmal. Ja, danke schön. Wie waren da drin aus deiner Perspektive heute? Oh, eigentlich gut. Derby ist mit einer meiner Lieblingsstrecken, hat man gesehen. Schnell zur Rennrunde gefahren. In Senfini kam ich nicht mehr ganz dran, auch ein paar Fehler am Ende gemacht. Der hatte eine 3-Sekunden-Strafe und hätte fast noch zu Platz 2 dann gereicht.
Ja, der liebe Magnus und mein Teamkollege hat in der letzten Runde mich nochmal schön ausgebremst. Der Bato hat das auch gesehen. War sehr lustig. Bremst dann mitten in der Kurve, anstatt erst die Kurve zu fahren und dann. Aber sonst rennen wir okay. War gut. Das ist ja schön Spaß zu hören. Gemacht. Und wie gesagt, ein dritter Platz ist ja auch super. Plus ja. Schnellste Runde noch dazu. Was will man mehr? Genau. Ja, dann gehen wir mal weiter zu unserem guten Schaudi. Schaudi, Platz 1, GZ von mir und sowohl auch als von Marc. Jo, danke. Und du kommst ja dem Marc immer näher. Jetzt trennen euch mittlerweile nur noch 6 Punkte. Ja, und ich weiß auch noch nicht, ob ich nächste Woche da bin. Ich weiß das nicht, steht nicht fest. Wie oft Marc jetzt noch bei ist, aber die nächsten 2 Rennen noch ausfällt. Also ich glaube, im letzten ist er da. Also bloß, ich glaube, Vietnam nicht. Er ist nur nächste Woche nicht da. Übernächste Woche sollte er wieder da sein, meinte er. Ja. Also das heißt, das könnte dann nochmal ein schöner Zweikampf dann im letzten Rennen von euch zwei werden. Ja, das kann auch spannend werden. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, aber ansonsten bist du ja wieder für dich da vorne so ein bisschen allein weggefahren. Nach dem Boxenstopp warst du, glaube ich, ja. Maximal auf Platz 3 hinten. Ja, aber ich muss sagen, also ich fand das relativ interessant sogar, die ganzen unterschiedlichen Strategien, die gefahren wurden von Spice, das ist ja auch also mit Gelb, erstmal nochmal GZ, weil das war eine Mega-Runde auf Gelb eigentlich. Da, das der 1.35.8 oder so, also da bin ich nicht annähernd dran gekommen, wo ich mal auf Gelb getestet hatte. Ja, aber sonst auch, dass Finny dann, ich glaube, mit 2 Boxenstops dann nochmal probiert hat, mit Rot, Gelb, Rot oder so, also ich fand das eigentlich ganz interessant so zu sehen. Ja, das ist ja schön zu hören, dass auch du die anderen Fahrer noch ein bisschen lobst. Das ist ja, gehört dazu. Ich meine, man muss ja immer fair bleiben. Aber ansonsten hat, hoppala, da habe ich mein Trinken verschüttet. Vampi, hast du noch irgendwas zu sagen? Ach, die ist gemutet. Okay. Dann hat Vampi wohl nichts mehr zu sagen. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück zu Flexman und wünschen euch wieder viel Spaß bei der besten Musik von heute. Das ist jetzt unsere Zeit, das ist jetzt auch schon fast am Ende. Wir werden jetzt noch einmal mit Axel Wassel. But then you know, die Sendung beenden, einen weiteren Sender weiß auch noch für euch. Ab 21.30 Uhr startet eine weitere Sendung. Hermes Bombi Corner unter lebensradio.de. Ganz normal wieder einfach reinschalten, da ist die nächste Sendung für dann eine Stunde wieder. Weitere Sendinformationen könnt ihr gerne bei uns abrufen unter tdlebensradio.de/sendeplan. Jetzt geht's weiter mit But then you know. Vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ihr seid auf den Sound muted. So, und damit wünsche ich euch dann noch, beziehungsweise danke ich euch erstmal vielmals fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr hattet genug Spaß auf jeden Fall. Man hört sich dann wieder beim nächsten Rennen in Vietnam, Lena. Das ist ja das, was du unbedingt sehen möchtest. Falls du noch im Chat bist, zur Not sage ich dir das gleich nochmal. Und auch dir, Marc, noch einen schönen Urlaub in Österreich und genieß die ja, noch erholsamen Tage, die du noch vor dir hast. Ich werde erstmal auf Wiedersehen sagen. Bis nächste Woche.